Der Kunde hat seine neue E-Klasse mit einem digitalen Fahrzeugschlüssel ausgestattet. Damit er sein Smartphone als Schlüssel nutzen kann, muss er den Dienst online aktivieren. Die Vodafone Wallet App muss dazu bereits installiert sein. Die eigentliche Aktivierung erfolgt über sein Mercedes Mi Kundenkonto. Hier wählen Sie Ihr Fahrzeug an und klicken auf das Feld Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone. Um den Dienst zu aktivieren, wählen Sie Dienste verwalten. Unter dem Reiter Komfort ist die Funktion Digitaler Fahrzeugschlüssel noch inaktiv. Wählen Sie das Feld an und führen Sie zuerst eine verbindliche Kompatibilitätsprüfung für Ihr Smartphone durch. Ist Ihr Handy für den Dienst kompatibel, speichern Sie den Status. Dann schalten Sie von inaktiv auf aktiv und drücken Sie die Weiter-Taste. Danach bestätigen Sie die Änderung. Wenn die Aktivierung erfolgreich war, erhalten Sie wenige Zeit später eine Bestätigung per SMS. Öffnen Sie die Vodafone Wallet App und prüfen Sie, ob die Verbindung zu Mercedes Mi Connect auch hier hergestellt wurde. Aktualisieren Sie außerdem die Website, um den Status des Dienstes zu prüfen. Der Dienst ist nun aktiv und die Erstinbetriebnahme ist am Fahrzeug durchzuführen. Halten Sie das Smartphone an das NFC-Modul im Fahrertürgriff, das Fahrzeug öffnet sich. Die Online-Aktivierung war erfolgreich. Um nun das Fahrzeug per Smartphone zu starten, legen Sie das Smartphone in die dafür vorgesehene Ablage. Weiterhin muss sich beim ersten Mal der Originalschlüssel im Fahrzeuginnenraum befinden. Nach dem Motorstart ist der Einlernvorgang beendet. Von nun an kann das Fahrzeug mit dem Smartphone benutzt werden.